Hallo und herzlich willkommen zu TapTap and Beyond. Heute will ich euch zeigen, wie man so richtig giftige Grüntöne und auch Violett malen kann. Das geht ganz einfach mit der Airbrush und ihr braucht auch gar nicht viele Farben dazu. Wie das geht, seid ihr nach dem Intro. TapTap and Beyond wird unterstützt vom PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Kauf bei PK Pro. TapTap and Beyond wird unterstützt vom Taschengelddieb, dein Miniaturenhändler. Kauf. Wir beginnen mit etwas Airbrush Thinner von Vallejo in dem Fall, den habe ich schon in die Airbrush gegeben. Dann nehme ich White Scarf von Citadel. Es geht auch jeder andere Weißton, ich hatte bloß jetzt hier nichts anderes zur Hand. Deswegen habe ich das White Scarf genommen. Das nehmen wir mit dem Pinsel und mischen das jetzt mit dem Airbrush Thinner sauber durch. Wenn das alles sauber vermischt ist, dann können wir auch schon anfangen. Ich mache als erstes immer so einen kleinen Testsprüher auf meinem Handschuh, um zu schauen, ob die Farbe richtig verdünnt ist. Jetzt beginnen wir die Miniatur von oben mit Weiß einzusprühen. Das ist jetzt quasi ein Pre-Shading. Das heißt, wir geben jetzt schon die hellen Stellen vor, da wo später die Farbe einfach heller und leuchtender sein soll. Wichtig ist, dass wir uns hier eine Lichtquelle vorstellen. In meinem Fall ist die Lichtquelle von oben, deswegen wird es oben am hellsten, am weißesten und unten wird es eher dunkel schattiert. So sieht es jetzt aus, wie ihr seht, von oben vorgeschadet. Als nächstes kommt der Grünton. Ich nehme jetzt hier Orc Flash, eine Kontrastfarbe von Citadel. Ich finde, die geht ziemlich gut durch die Airbrush, die muss man nicht mal verdünnen. Und ich mag es wirklich inzwischen sehr gern mit den Kontrastfarben zu malen. Hier wieder der Testsprüher auf dem Handschuh. Und dann sprühen wir die komplette Miniatur wieder von oben ein. Jetzt dürfen wir alle Stellen komplett besprühen, auch von unten, da wo der Schatten ist, da wird es halt ganz dunkelgrün. Und wie man sieht, da wo wir gepreshadet haben mit Weiß, da wird die Farbe eher heller. Und das ist der Vorteil des Pre-Shadings, dass wir jetzt schon verschiedene Farbintensität haben, obwohl wir bloß mit einem Farbton sprühen. Also da wo es schwärzer ist, ist die Farbe dunkel, da wo es weißer war, ist die Farbe heller. Komplett eingesprüht, wie man sieht, alles grün. Jetzt nehmen wir ein bisschen Flash Kids Yellow, das ist einer meiner Lieblingsgelbtöne von Citadel. Den füllen wir in das Kontrast, in das Orc Flash. Da kann man jetzt auch ein bisschen Airbrush Thinner mit dazugeben. Das wird jetzt wieder ordentlich mit dem Pinsel angemischt. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird es ein bisschen knalligeres, helleres Grün. Jetzt kann man noch per Luftrückstau ein Wattestäbchen nehmen, das in Isopropanol tauchen und vorne vorsichtig auf die Nase geben. Wenn man jetzt hier Luft durchdrückt, dann sieht man die Blubberbläschen. Das mischt jetzt die Farbe. Wieder ein Testsprüher auf den Handschuh, um zu sehen, wie die Farbe wirkt, ob sie zu flüssig ist oder genau passt. Und wenn sie passt, können wir wieder von oben sprühen. Jetzt ist es wichtig, dass wir von oben nicht mehr komplett die Miniatur einsprühen, sondern nur noch Erhöhungen. Also sehr grob die Erhöhungen. Da wo wir oben am meisten weiß gesprüht haben vorhin, machen wir jetzt ein bisschen grün drauf, damit es ein bisschen heller und knalliger wird. Nicht mehr von unten. So, jetzt ist es schon ein bisschen heller geworden. Jetzt geht es weiter in die restliche Farbe, die wir noch in der Airbrush haben, geben wir noch mehr Gelb mit dazu, noch mal ein bisschen Airbrush Thinner mit rein und jetzt wird das Grün quasi noch mal knalliger und noch mal heller. Und hierzu mag ich einfach das Flash Kids Yellow sehr gern. Wie ihr seht, jetzt ist es schon richtig Giftgrün, ordentlich durchmixen. Jetzt kann man auch wieder per Luftrückstau und Wattestäbchen die Farbe noch mal durchmixen. Das mache ich eigentlich fast jedes Mal, also das wiederholt sich jetzt im restlichen Bemalprozess. Und ihr seht, jetzt haben wir einen richtigen schönen giftgrünen Ton. Machen wir wieder einen Testsprüh auf dem Handschuh. Das ist einfach so meine normale Vorgehensweise. Farbe mischen, Farbrückstau und dann auf dem Handschuh Testsprühen. So, und jetzt sprühen wir wieder von oben die Miniatur ein. Aber jetzt ist wichtig, dass wir nochmal weniger Stellen einsprühen. Also jetzt wirklich nur die Erhöhungen. Dass wir jetzt richtig schön an den höchsten Stellen der Haut oder der Miniatur ist die Farbe am hellsten und am knalligsten. Also hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht mehr so großflächig sprühen wie vorhin, sondern ein bisschen gezielter müssen wir jetzt arbeiten. Ihr seht, das dauert jetzt auch schon alles ein bisschen länger, weil man einfach besser zielen muss. Und jetzt ist die Farbe schon relativ schön knallig. Wir geben in die restliche Farbe nochmal ein bisschen Gelb dazu und das ist die beste Methode, um so Farbübergänge zu machen. Das heißt, immer ein bisschen Restfarbe, was wir noch in der Airbrush drin haben, die neue Farbe dazugeben, damit wir wirklich schöne fließende Farbübergänge kriegen. Jetzt sieht man wieder, das Grün wird nochmal ein bisschen knalliger. Jetzt ist es schon so ein richtig schönes Neongrün. Das wird natürlich wieder ordentlich vermischt. Das kann man auch wieder per Wattestäbchen und Farbrückstau mischen. Wie ihr seht, jedes Mal mache ich das. Danach wird wieder ein Testsprüher auf den Handschuh gegeben und dann können wir auch schon, wenn die Farbe uns passt, wenn sie nicht so flüssig ist, auf die Miniatur gehen.
Mit den Testsprühen auf dem Handschuh gehe ich immer sicher, ob die Farbe auch richtig verdünnt ist, weil da sehe ich dann relativ schnell, ob sie wegläuft oder nicht. Wenn wir jetzt an der Miniatur malen, müssen wir natürlich wieder aufpassen. Jetzt müssen wir noch feiner arbeiten. Das heißt, jetzt werden wirklich nur noch die höchsten Details angesprüht. Also, dass wir nicht mehr in die Vertiefungen, in die Fugen, in die Falten reingehen, sondern wirklich nur noch oberflächlich arbeiten, damit wir so richtige... Ja, damit die Haut so richtig knallig rauspoppt, also an den höchsten Wülsten, die Haut jetzt hier hat, muss es richtig schön giftgrün und richtig knallig werden. Und das macht so einen Effekt von so einer leuchtenden Haut aus. Ihr seht, da gehe ich jetzt auch wirklich nur noch punktuell drauf. Hier habe ich mich verspritzt, da kann man ein bisschen mit einem Wattestäbchen nachbessern, das ist überhaupt kein Problem. Und alle Erhöhungen rausarbeiten. Ganz wichtig ist, dass das Gesicht der Miniatur richtig im Fokus liegt. Das heißt, es sollte auch immer ein bisschen heller, ein bisschen strahlender sein. Also hier sieht man im Gesicht, das ist schön hell. Und so sieht es jetzt aus. Wir können jetzt in die restliche Farbe noch ein bisschen Airbrush-Finder geben. Jetzt seht ihr, die Airbrush ist eigentlich fast leer. Das ist nur noch das, was am Rand vom Töpfchen ist. Und da geben wir jetzt Gelb dazu. Das heißt, es ist jetzt schon fast pures Gelb. Da ist wirklich nicht mehr viel Farbe drin gewesen. Das mischen wir wieder alles ordentlich durch mit dem Pinsel. Und das kann man dann auch wieder per Farbrückstau und den Kutte machen. Wie man sieht, fast komplett Gelb. Ein bisschen Grün war noch mit drin. Und das wird jetzt dann richtig schön knallig. So, jetzt wieder mit Wattestäbchen per Luftrückstau arbeiten. Das ist einfach eine meiner Lieblingstechniken, um die Farbe nochmal nachzuverdünnen, damit die Farbe, die vorne in der Airbrush Kanal ist, auch rauszubekommen. Ihr habt wieder gesehen, den notorischen Farbsprüher auf den Handschuh. Und jetzt geht es noch punktueller weiter. Also wirklich nur noch die allerfeinsten Erhöhungen würden hier gesprüht. Das wären jetzt so richtige Lichtspots, sage ich mal, da wo sich das Licht spiegelt oder wo die Haut am hellsten werden soll. Und das ist eigentlich das Geheimnis an der ganzen Sache. Wir sprühen erst ganz grob vor und dann immer weniger flächig, immer heller werdend nach. Und jetzt sieht ihr schon, wie das richtig zu leuchten beginnt, die Miniatur. Und so kriegt man mit der Airbrush einfach super easy, super tolle Farbübergänge hin. Und jetzt leuchtet der Lord of Decay schon richtig, fast schon glänzend. Jetzt machen wir die Airbrush komplett leer. Mit Wasser und einem Pinsel bürsten wir die ein bisschen aus, spritzen sie leer. Wenn die Farbe komplett raus ist, können wir sie auch den Topf ein bisschen ausputzen. So, jetzt wollen wir nur noch Gelb reinmachen. Ich habe jetzt tatsächlich hier anstatt Airbrush Thinner Isopropanol genommen. Das war tatsächlich ein Versehen, aber ihr werdet gleich sehen, dass das trotzdem geht. Also man kann die Farbe tatsächlich auch mit Isopropanol vermischen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber eigentlich sollte man hier den Airbrush Thinner nehmen. So, jetzt wird die Farbe wieder mit dem bisschen Weiß noch verdünnt, also dass es noch heller ist, also ein noch helleres Gelb, als es eigentlich schon ist. So, genau, jetzt seht ihr das, richtig schöner, knalliger Gelbton haben wir jetzt. Noch ein bisschen mehr Weiß. Und ihr seht auch, die dicken Zitadellfarben lassen sich super durch die Airbrush jagen, wenn man einfach genug Airbrush-Finner oder wie in meinem Fall jetzt hier Isopropanol mit reingibt. Man kann die Farben auch mit Wasser oder mit anderen Medien verdünnen, das geht alles. So, wieder per Rückstau, vorne die Farbe durchmischen. Testsprüh auf dem Handschuh, ob sie die richtige Konsistenz hat. Sie kommt sehr schön raus, gefällt mir ziemlich gut. So, hier war ich mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich ein bisschen mehr gesprüht. Und jetzt geht es wieder aufs Modell. Und jetzt tatsächlich nur noch punktuell. Seht ihr, ich mache nur noch mini kleine Punkte. Jetzt darf nicht mehr zu viel passieren, sonst sieht es danach doof aus. Und jetzt machen wir wirklich nur die allerhöchsten Erhöhungen von der Miniatur. Das ist jetzt auch wirklich der letzte Schritt. Da kann man überlegen, ob man es mit diesem Weiß machen will oder nicht. Ob man es lieber gelb lassen will. Ich habe jetzt mich für das Weiß entschieden, weil es nochmal ein bisschen greller wird. Und jetzt haben wir so richtig knallig grüne Nörgelhaut, also so richtig leuchtend. Es gibt viele Leute, die ihre Nörgel eher dreckig haben wollen. Das finde ich auch sehr cool. Die Modelle, so dreckige Nörgelmodelle, sehen auch gut aus. Aber diese knalligen Farben wirken einfach auf der Platte besser. Man sieht die Miniaturen viel schneller und gerade für uns, fürs YouTube-Videos machen, für die Battle Reports ist es einfach besser. Und deswegen mag ich das so knallig zu malen, weil die Miniatur einen sofort ins Auge springt. Wunderschön. Richtig schön leuchtend grüne Haut. Hier wieder im Gesicht besonders viel. Seht ihr, das Gesicht ist heller als alles andere, damit es als allererstes auffällt und damit man sofort aufs Gesicht oder auf die Fratze schaut. Jetzt haben wir ganz grob mit Grün angefangen, immer mehr Gelb mit reingemischt bis zu ein bisschen Weiß und so wurden wir immer heller und haben hier super leuchtenden Farbübergang. Ganz einfach. Es geht weiter mit Naggerot Night, ein Violettton.
den gebe ich mir hier so ein bisschen auf die Nasspalette und da male ich jetzt mit dem Pinsel die ganzen offenen Hautstellen und Pusteln aus. Mir gefällt es nämlich sehr gut, so einen knalligen Grün im Kontrast ein knalliges Violett zu machen. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen Nörgel-DevGuard-mäßig, dieses Grün und Violett. Das sind zwei super Kontrastfarben und das sieht einfach danach gut aus, wenn das so gegenseitig so knallig ist. Ein bisschen Airbrush-Finner dazu, damit die Farbe ein bisschen dünner ist. Da seht ihr, kann man da direkt in der Nasspalette mischen. Da bemalen wir alle Pusteln, das Zahnfleisch, alles, was hier so ein bisschen offen ist, alle offenen Stellen der Haut werden jetzt hier mit dem Pinsel und den Lila bemalt. So, da kann man jetzt, muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, wir wollen uns jetzt nicht zu viel ins Grüne reinmalen. Das sieht doch schon richtig gut aus. Wie ihr seht, habe ich jetzt alle offenen Stellen, alle Pusteln unter der Haut bemalt, diese Tentakel und alles. Das ist jetzt alles lila geworden. Da, wo das Fleisch quasi offen ist, die Wunden und so weiter. Sehr schön. Weiter geht's mit Nagrod Knight. Wir geben das jetzt in die Airbrush mit Airbrush Thinner. Es wird wieder ordentlich verdünnt, mit dem Pinsel durchgemischt. Und da geben wir jetzt ein bisschen Squeak Pink dazu. Also einen Pinkton. So, das wieder durchmischen. Und fragt mich nicht, wie viele Tropfen ich von was reinmache. Ich mache das immer rein nach Gefühl und gucke mir die Farbe an, ob es mir gefällt. Also ich habe da keine festen Mischungsverhältnisse dazu. Probesprühe auf dem Handschuh. Und jetzt sprühen wir die ganzen Pusteln und alles, was wir zuvor mit den Lila bemalt haben, sprühen wir punktuell an. Hier ist es auch wieder wichtig, dass wir das nicht komplett besprühen und auch nicht drüber sprühen aufs Grün, sondern wirklich nur punktuell, dass quasi wieder die Erhöhungen dieser ganzen Pusteln oder des Zahnfleisches oder alles, was wir hier bemalt haben, jetzt in dem Fall ein bisschen heller lila werden. Genauso wie wir es davor schon beim Grün bei der Haut gemacht haben. Und da muss man jetzt ein bisschen Gefühl für die Airbrush haben. Da ist es auch praktisch, wenn wir eine kleine Düse haben, eine 0,2er Düse oder vielleicht sogar eine 0,15er Düse, weil wir hier natürlich punktgenauer sprühen können. Da muss man ein bisschen Gefühl entwickeln. Und jetzt generieren wir den Effekt, dass die Pusteln einfach kurz vorm Aufplatzen sind und wirklich auch wieder wie bei der Haut zuvor sehr schön knallig leuchtend sind. Das machen wir jetzt natürlich rundherum bei dem ganzen Modell, alles was wir davor lila gemacht haben. Die Restfarbe wieder ein bisschen Squeak Pink dazu. Ihr seht, ich mische das wieder alles in der Airbrush, damit es immer heller wird. Testsprühe auf dem Handschuh. Ein bisschen heller ist es, das passt. Und dann geht es wieder weiter. Jetzt wieder punktuell alle Stellen ordentlich einsprühen. Wichtig hierbei auch wieder noch weniger als zuvor. Also da muss man mit jedem Durchgang muss die Farbe heller werden und man muss punktueller und genauer sprühen, damit man hier diesen sauberen Farbübergang bekommt, wo die tiefsten Stellen einfach am dunkelsten sind und die höchsten Stellen am hellsten. Also hier wieder rundherum alle pinken Stellen ansprühen. Das sieht schon richtig gut aus, die Pusteln leuchten schon ziemlich stark und das Lila ist einfach ein super Kontrast zu diesen leuchtenden Grün. Das mag ich einfach sehr gern, dieses Lila-Grün sind super Kontrastfarben. Jetzt geht's weiter, noch mehr Squeak Pink in die Farbe und so wie es aussieht, ist die Airbrush hier schon fast leer. Ja, jetzt sprühen wir fast schon pur mit Squeak Pink. In dem Fall habe ich jetzt die Farbe nicht mal verdünnen müssen, weil die eh schon so dünn ist. Deswegen hier auch wieder gibt es keine festen Mischverhältnisse für die Farbe, das muss man immer einfach ein bisschen austesten. Und hier wieder noch punktueller auf die Pusteln sprühen. Und jetzt werden die richtig schön knallig pink, Squeak Pink in diesem Fall. Die Farbe mag ich auch sehr gern. Ich arbeite überhaupt gern mit lila und Pinktönen, weil mir das sehr gut gefällt. Das wirkt sehr knallig. Und jetzt seht ihr, wie leuchtend die Pusteln hier schon werden. Das machen wir jetzt wieder am kompletten Modell. Wunderschön sieht es aus. Richtig knallige, eitrige, leuchtende Pusteln. Weiter geht's mit ein bisschen Squeak Pink, das geben wir jetzt auch in unsere Nasspalette, damit wir die Farbe hier schön verdünnen können und malen wir mit dem Pinsel nochmal ein paar Highlights aufs Zahnfleisch, können wir auch auf die Pusteln nochmal einzelne Punkte setzen, hier wieder wie gesagt nur punktuell, dass wir die Vertiefungen nicht bemalen, jetzt kann man auch ein bisschen mit Weiß mischen, damit es noch heller wird. Hier, ihr seht, ich habe einen ziemlich großen Pinsel, der kann die Farbe schön aufnehmen, wichtig ist nur, dass er spitz ist. Ja, wunderschön, das Zahnfleisch leuchtet jetzt richtig raus. Thank you.
So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt jetzt auch richtig giftiges Grün und Violett malen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen und ein Abo da lassen. Wenn ihr mich noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf Patreon. Genauso wie es meine Patreons machen. Und zwar die Tab Megabosse. Andreas, Daniel, Dominik, Patrick, Thorsten, Walter, Stefan, Rudolf. Und auch meine Tab Bosse. Aspartam, Jonas, Karl-Heinz, Marco, Markus, Marco, Johannes. Und natürlich auch meine Tab Boys, die seht ihr in Abspann, und meine Tab Grotze. Ich danke euch für die Unterstützung. Ach ja, und wenn auch ihr sehen wollt, wie ich den kompletten Lord of Decay bemalt habe, da habe ich ein Video auf Patreon, das gibt es für meine Patreons. Für das, dass die mich unterstützen, bekommen sie auch ein bisschen besonderen Content. Wenn auch ihr das sehen wollt, unterstützt mich auf Patreon. Link ist in der Videobeschreibung. Danke. Auf jeden Fall Daumen, Abo, Servus, bis zum nächsten Mal.